Vorschlag, und zwar vom Wohnungslosenparlament. Das habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen. Anfang dieses Jahres gab es die Formierung eines Wohnungslosenparlaments. Ich freue mich riesig auf den Redebeitrag. Ja, jetzt kommt der Redebeitrag vom Wohnungslosenparlament und der AG Wohnraum. Wir gehören der AK Wohnungsnot an, also wir sind die Betroffenen in dem Teil. Man hat uns einbegriffen, nach langer Überlegung hat die Politik doch dazu gefunden, dass es ohne die Beteiligung der Wohnungslosen nicht geht. Wir sind die, die tagelang, wochenlang, jahrelang auf der Straße sitzen, die von dieser Politik hier in Berlin und auch in der ganzen Welt, die das Eigentum schützt, einfach vergessen sind. Wir wollen uns aber hier in Erinnerung bringen, und wir haben seit diesem Jahr aktiv an diesen Bündnissen teilgenommen, die demonstrieren, dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Und das hat sich leider in dieser Politik noch nicht gezeigt. Seit 1949, seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, verweigert man Menschenrechte. Kaum jemand kennt den Artikel 59 Absatz 2, der eigentlich hier in der Bundesrepublik Deutschland die Bindung an Menschenrechte vollkommen versagt. Dieser Artikel wurde parallel zu dem Artikel 25 Grundgesetz eingeführt, um damit das Eigentum zu unterstützen und die Würde zu nehmen und uns auf die Straße zu katapultieren, wenn wir nach unseren Menschenrechten fragen. Es gibt laut Aussage des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz keinen Anspruch auf Menschenrechte. Das heißt, der Artikel 59 Absatz 2 streicht die Bindung an den Verfassungsrang. Und damit habt ihr keine Menschenrechte mehr. Und der Ausdruck von Obdachlosigkeit hier, das ist der Protest, der politische Protest, der sich mit diesen Verweigerungen von Menschenrechten auseinandersetzt. Die Bundesrepublik hat überhaupt ein Problem. Seit Jahren wird die gesamte Verweigerung der Menschenrechte nicht aufgerollt. Kein Artikel 146, keine Volksabstimmung, kein eigenes Grundgesetz. Das war ein Ausdruck dieser Politik, die hier betrieben wird. Und die Spekulation, die es hier erlaubt, Menschen auf die Straße zu setzen, das ist der sichtbare Nachweis, dass hier Menschen entgegen jedem Menschenrecht gehalten werden in Massenunterkünften, wenn sie sich weigern, dieses Eigentum zu unterstützen. Kein Mensch dürfte Miete zahlen. Wer würde denn Miete zahlen? Wer würde denn Krankenversicherung zahlen, wenn es das Recht auf Wohnen im Grundgesetz gäbe? Wenn es das Recht auf soziale Absicherung im Grundgesetz gäbe? Niemand würde irgendwo für diese Menschen, die dort oben nur Profit machen wollen mit unseren Menschenrechten, seine Menschenrechte verkaufen, weil wir gebunden, weil die Existenz immer noch gekoppelt ist ans Eigentum, zwingt man uns gegen unsere menschlichen Bedürfnisse, dieses Elend immer wieder zu bestreiten. Wir freuen uns darüber, dass es endlich Menschen gibt, Friday Kids for Future, das sind Ausdruck unseres Wollens. Die Obdachlosen aller Welt freuen sich, dass Menschen endlich aufstehen, aufwachen aus dieser elenden Bedrängnis, dass sie ihre Menschenrechte verkaufen an den Profit. Ich freue mich, dass es die junge Generation geschafft hat, Nein zu sagen, Nein zu diesem ganzen Elend, und endlich aufsteht und erklärt, dass Freitag der Freiheit ist und nicht des Elends, diesem Kapitalismus zu dienen. Und dafür wünsche ich euch viel Kraft und viel Glück, dass ihr das weiter betreibt und weiter uns unterstützt. Denn das Leben auf der Straße ist nicht einfach. Es ist ein Kampf gegen jedes totalitäre System, das Menschen niederhält. Und ich wünsche euch, dass es hier für euch genauso wie für uns zu einer Massendemonstration kommt für die Menschenrechte.
und für unsere aller Zukunft. Dafür kämpfen wir alle zusammen.